Manche Todesfälle können zwar verhindert werden, wenn das Problem rechtzeitig behandelt wird, aber tierisch lau verrät dir 10 Symptome, die darauf hindeuten, dass deine Katze stirbt oder sterben wird. Ihre Persönlichkeit verändert sich. Obwohl Katzen ihre Persönlichkeit im Laufe der Zeit entwickeln und sich mit zunehmendem Alter deutlich verändern, kann ein plötzliches Auftreten von Persönlichkeitsveränderungen wie Gereiztheit, Depression oder sogar Aggressivität bedeuten, dass etwas Ernstes nicht stimmt. Sie verlieren ihre hygienischen Gewohnheiten. Wenn deine Katze aufhört, sich zu putzen, hat das einen bestimmten Grund. Katzen sind sehr hygienische Tiere, die ihr Fell sauber halten, aber auch mit ihren Krallen markieren und sich an Gegenständen reiben. Sobald sie trainiert sind, sollten sie die Katzentoilette benutzen. Veränderungen in ihren Hygienegewohnheiten sind also ein klares Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Ihre Vitalzeichen sind verändert. Häufig werden abnormaler Herzrhythmus, übermäßige Blutdruckschwankungen, Atembeschwerden oder sogar eine Blässe der Schleimhäute beobachtet. Wenn sich diese Lebenszeichen verändern, müssen wir sofort einen Tierarzt aufsuchen, denn das bedeutet, dass ihr Leben in Gefahr ist. Veränderungen der Körpertemperatur. Die ideale Körpertemperatur für eine Katze liegt bei 38 bis 39 Grad Celsius. Jede niedrigere Temperatur warnt uns, dass unsere Katze vielleicht nicht so gesund ist, wie wir denken. Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Katze etwas zu kalt ist, gehen wir in die Nähe der Nase und prüfen, ob sie sich kühl anfühlt. Wiederhole den Vorgang mit ihren Pfotenballen. Aufhören zu fressen und abnehmen. Das Auftreten von Durchfall, Krampfanfällen, Erbrechen, Blut im Urin oder die Beobachtung, dass unser Gefährte aufhört zu fressen oder Flüssigkeit zu trinken, sind einige der Dinge, die eine Katze tut, bevor sie stirbt. Aber wenn unsere Katze plötzlich aufhört zu fressen, wird ihr Körper den Mangel an Nährstoffen und Kalorien anzeigen. Das heißt, wir können sehen, dass ihre Rippen, Lendenwirbel und ihr Becken viel stärker ausgeprägt sind. Sie wollen allein sein. Ein Tier, das dem Tod nahe ist, ist verletzlich. Es ist nicht verwunderlich, dass viele sterbende Katzen einen isolierten Ort zum Sterben suchen. Obwohl dies ein subjektives Verhalten ist und von verschiedenen individuellen Faktoren und der Art ihres Todes abhängt. Übermäßig viel ruhen. Wir wissen, dass erwachsene Katzen zwischen 15 und 16 Stunden pro Tag schlafen. Das sind etwa 75% des gesamten Tages. Wenn du bemerkst, dass deine Katze mehr Stunden schläft, sie keine Energie hat, nicht spielt oder Gesellschaft sucht, hat sie wahrscheinlich ein gesundheitliches Problem. Schlechter Atem. Unabhängig davon, ob Katzenfutter unangenehm riecht, riecht der Atem einer Katze nicht so wie der eines Menschen. Wenn deine Katze jedoch an einer Krankheit leidet, kann es sein, dass ihr Atem einen stechenden, üblen Geruch hat. Du findest einen Klumpen. Krankheiten, die eine unkontrollierte Teilung von Zellen in verschiedenen Teilen des Körpers verursachen, führen zu Krebs, von dem eine von 5 Katzen betroffen ist. Es gibt verschiedene Arten von Krebs bei Katzen, aber einige von ihnen bilden Klumpen oder Tumore. Sie sind aggressiv. Das hängt vor allem vom Charakter und der Persönlichkeit der Katze ab. Der Schmerz kann ein solches Ausmaß erreichen, dass sie desorientiert sind. Das heißt, sie erkennen uns nicht richtig und denken, dass wir ihnen wehtun wollen. Wenn eines dieser Zeichen auftritt, solltest du dich sofort an einen Tierarzt wenden, da nur er in der Lage ist zu diagnostizieren, was mit deiner geliebten Katze passiert. Der Tod ist natürlich immer ein bisschen schmerzhaft, auch wenn es sich um ein Tier handelt, was viele Menschen leider nicht verstehen können. Fühle dich nicht schuldig, wenn du trauern oder einen Spezialisten kontaktieren musst. Wenn du Geschichten über eine geliebte Katze mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal.